der 20. Berufsschultag in Hagen von den Hagener Berufskollegs. 5 sind es mittlerweile und sie haben auch mittlerweile ein eigenes neues Logo. Das zeigen wir gleich auch nochmal. Der findet in wenigen Tagen statt und das heißt hier wortwörtlich ganz großer Bahnhof. Hallo. Ja, in der Tat, ganz großer Bahnhof. Eine Reise durch die Hagener Berufe-Landschaft. So haben wir das Motto des 20. Hagener Berufsschultags gewählt. Und wir haben alle Aktivitäten, die auf diesem Berufsschultag stattfinden, in der Tat diesem Motto unterstellt. Wir werden die Schüler also von einem zentralen Bahnhof abholen. Wir werden sie in vielen verschiedenen Zügen an die entsprechenden Positionen leiten, bringen, wo dann entsprechend die Berufe, die 120 Berufe, die in Hagen ausgebildet werden, von Schülern vorgestellt werden. Das heißt, es geht gar nicht mehr in den einzelnen Beruf herein, sondern in die Bereiche, weil es einfach auch ziemlich vielfältig geworden ist. Ja, in der Tat. Also eine Anregung aus den vorhergehenden Berufsschultagen war die, dass die uns besuchenden Schülern ja gar nicht genau wissen, was der Anlagenmechaniker oder der, ja, wie auch immer spezielle Beruf letztlich macht. Und insofern haben wir uns überlegt, dass diese Berufe in gewissen Feldern geordnet werden können. Ein Feld könnte zum Beispiel sein, das Feld Montieren und Fertigen. Und in diesem Feld Montieren und Fertigen werden dann die entsprechend technischen Berufe, die zu dieser Bandbreite, zu diesem Berufsfeld gehören, entsprechend vorgestellt. Aber wir haben beispielsweise auch die Berufsfelder Gestalten, wir haben das Berufsfeld Bedienen, Service. Und ich glaube, dadurch, dass wir gerade diese Namen gewählt haben, haben wir eine große Identifikation bei den Schülern. Allerdings das KUNO Berufskolleg 1 ist nur ein Teil des ausrichtenden Berufskollegs. Und wenn ich dann überspielen darf an Frau Harmut Podleschny, das KUNO Berufskolleg 2 ist natürlich genauso Veranstalter, denn wir sind in einem Gebäude und wir haben beide gemeinsam für die 5 Hagener Berufskollegs in diesem Jahr den Berufsschultag organisiert. Also es gibt eine Anlaufstelle. Es werden ungefähr 3000 Schüler erwartet, aber auch Schüler aus anderen Berufskollegs. Vielleicht erklären Sie das nochmal. Ja, wir sind ja in einer Doppelrolle als Berufskolleg. Einmal sind wir Veranstalter, wir präsentieren, das heißt unsere Schüler, unsere Auszubildenden präsentieren ihre Berufe. Das machen sie mit großer Begeisterung, weil sie wissen ja eigentlich schon ein bisschen mehr als die Schüler, die sich orientieren müssen. Aber in dem Berufskolleg sind natürlich auch Schülerinnen und Schüler, die auch noch berufsorientiert werden müssen. Das heißt also, unsere eigenen Schüler, zum Beispiel die aus den Kaufmannsschulen, die aus dem Käthe-Kollwitz-Berufskolleg, kommen zu uns und werden entsprechend unserer Reise durch die Hagener Berufsschullandschaft entsprechend hingewiesen auf die Neuerungen oder die interessanten Teile der entsprechenden Berufe. Es ändert sich sehr viel, nicht nur hier im Konzept. Sie sind ja in einem ständigen Wandel, Sie sind innovativ hier in der Berufskollegs auch. Aber jetzt schauen wir mal, es sind eingeladen die Schüler aus den Klassen 8, 9 und 10. Lohnt es sich denn für die 8 schon, sich zu orientieren? Ja, wir springen als Berufskollegs da auf den Zug auf. Ein ganz großes Thema im Land ist das Thema kein Abschluss ohne Anschluss. Kein Abschluss ohne Anschluss bedeutet die sehr frühzeitige Orientierung, denn man hat festgestellt, in den Elternhäusern findet immer weniger Berufsorientierung statt. Also wird sie von den Schulen übernommen. Das heißt, alle 8-Klässler, 9- und 10-Klässler werden nicht nur am Hagener Berufsschultag über Berufe informiert, sondern werden durch eine Potenzialanalyse auf ihre gewissen Stärken hingewiesen, durch zusätzliche Praktika in entsprechenden Berufen, schon orientiert in eine berufliche Richtung. Also wir sind letztlich ein Teil des großen Ganzen, kein Abschluss ohne Anschluss. Jetzt ziehen wir das Ganze mal von hinten auf. 9 ist eigentlich so diese Phase, wo man sagt, jetzt muss ich mich kümmern. Aber reicht es denn nicht, auch erst in 10 zu sagen, jetzt orientiere ich mich?
Ja, nehmen wir den Zehntklässler, der sich jetzt am 24.09. tatsächlich am Hagener Berufsschultag orientieren will. Der würde vielleicht noch 2, 3, 4 Wochen brauchen, bis dieser Prozess zu Ende ist. Dann würde er eine Bewerbung schreiben und dann wird er feststellen, dass die Bewerbungszeit zumindest bei den sehr interessanten Unternehmen schon fast vorbei ist für die Einstellung zum 1.8.2015. Das heißt, es ist ganz gezielt auch an die gerichtet, die jetzt in der 9. Klasse sind, denn wir wissen auch, dieser Orientierungsprozess dauert länger als 3, 4 Wochen, dauert fast vielleicht 2 Jahre. Deshalb haben wir auch die 8-Klässler angesprochen. Mit dabei werden auch Gymnasiasten sein, denn auch Gymnasiasten landen nicht nur im Studium, sondern viele auch in anderen Berufen, Bankkaufmann etc. beispielsweise. Wird es da auch viele geben? Wir hoffen, weil wir wie jedes Jahr alle Hagener Gymnasien angeschrieben haben. Wir stellen aber fest, dass die Resonanz nicht immer so groß ist, wie wir erhofft haben. Aber wenn man sich vorstellt, dass es Berufe gibt, in denen fast 80-90% aller Schülerinnen und Schüler tatsächlich Abitur haben müssen, dann glaube ich, ist es auch für das Gymnasium sehr interessant, den Hagener Berufsschultag zu besuchen. Jetzt halten wir nochmal genau fest. Wann ist er? Wann geht's los? Es geht los am 24.09.2014 in den KUNO Berufskollegs. Um 8.30 Uhr wird der Oberbürgermeister Erik O. Schulz den Berufsschultag eröffnen. Und ab dann sind alle Berufe präsentiert oder werden alle Berufe präsentiert. Dann stehen alle Türen offen. Dann sind uns alle Schüler herzlich willkommen. Gut. Und wer erwartet überhaupt die Schüler? Sind es nur Lehrer? Es sind Schüler, eine Reise durch die Hagener Berufsschullandschaft. Die Schüler werden am Bahnhof empfangen, so haben wir es genannt, von Lehrern, von Schülern unserer beiden KUNO-Häuser und werden dann geleitet in die einzelnen Bereiche, die sie interessieren. Und da warten auch wieder Schüler, nämlich Auszubildende, die dann entsprechend ihre Berufe präsentieren. Aber es warten auch Firmen, die wir eingeladen haben, die dann entsprechend aus der betrieblichen Sicht nochmal den Beruf beleuchten können. Die ideale Möglichkeit, also auch direkt Kontakte zu knüpfen und vielleicht, wenn man Glück hat, das eine oder andere Bewerbungsgespräch schon zu vereinbaren. Das wäre eine Möglichkeit. So sehen wir das und das wäre das Schönste für die Schülerinnen und Schüler.